sie darin ist ja alles recht gut. Und auch aus dem Mutterkrim schmeckt es wenig Blut. Aber in der Schrift wie Rivas gibt's einen guten Wein. Aber meinen Floridsdorf kann ihnen untreu sein. Und am 28.07.1980 eben hier bei uns gestorben. Leopold Grausam war das dritte Kind einer Handwerkerfamilie aus Litschau, aus dem Waldviertel. Wie schon gesagt, Leopold Grausam ist aufgewachsen in der Ostmarkasse, Satzinger Weg. Sein erstes künstlerisches Vorbild war sein Onkel Johann Grausam, der den Grundstein für den späteren Steinmetzbetrieb in der Grüner Straße 129 gelegt hat. Ich glaube, wir kennen alle Grüner Straße, wenn wir vorbeifahren, steht dort Grausam. Was ihm aber immer in Erinnerung geblieben ist, der war mit 10 Jahren, das ist eine nette Geschichte, Statist bei Dreharbeiten eines Monumentalfilmes, und zwar Sodom und Gomorra am Lahrberg. Und das ist ein Eindruck, den er wahrscheinlich sein Leben lang behalten hat und immer wieder auch an seine Kinder und Kindeskinder weitergegeben hat. Sein wichtigstes Vorbild war ein akademischer Bildhauer, den er mit 15 Jahren kennengelernt hat, und zwar Theodor Stundl, der 1928 mit seinem Schubertbrunnen bekannt geworden ist. Leopold Grausam selber, und das haben viele dieser Künstlerinnen und auch Künstler und Künstlerinnen gemeinsam, hat zuerst einmal einen sehr bodenständigen Brotberuf erlernt. Er lernte Graveur und Ziseleur, schloss seine Lehre 1930 ab, war aber dann gleich arbeitslos, weil der Betrieb in der Zwischenkriegszeit massivst mit der Ausgangslage zu kämpfen hatte. 1931 bekam er vorübergehend einen Arbeitsplatz in der Vollkammerzeugung Sigmund Singer. Und aus dieser Zeit stammt ein Werk, und zwar eine Kupferschale, das sich heute noch im Museum für angewandte Kunst in Mannheim findet. Bei dem Februar 1934 half er bei der Verteidigung des Nordbahnhofes mit, wurde verhaftet. Und als die Schutzbündler, das ist jetzt eine schwierige Phase für mich selber, ich bin Sozialdemokratin, also im ersten Moment nicht den Lebenslauf gelesen, aber auch eingelassen. Als die Schutzbündler von ihren Anführern im Stich gelassen fühlten, trat er der Kommunistischen Partei bei. Von August 1934 bis Februar 1935 verbüßte eine Strafe im Anhaltelager Wöllersdorf, hatte dort aber immer wieder sein Skizzenbuch mit, um die Eindrücke, die ihm dort vermittelt wurden, festzuhalten. Ich glaube gerade, dass Menschen, die künstlerisch begabt waren und doch in einem gewissen Rahmen ihrer Neigung nachgehen konnten, bestimmte Dinge, die sie erleben, auf diese Art und Weise verarbeiten konnten und vielleicht etwas besser verarbeiten konnten als all jene, die das nicht waren. Dass er eben anscheinend engagierter Kommunist war. Und was mich interessiert hätte, wie war die Situation dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war ja Kulturreferent von Floridsdorf während der sowjetischen Besatzung. Er hat sich da sehr um notleidende Familien gekümmert, weil er die Aufgabe zu Gedeih bekommen hat, sich um die Verteilung von Lebensmitteln zu kümmern. War das etwas, was er weiter betrieben hat, sich politisch zu interessieren, zu engagieren? Es ist auf jeden Fall so, dass er
in der Nachkriegszeit oder dort in der Besatzungszeit eben sehr viele Denkmäler gegen die Unterschüsse gemacht hat, dass er, also man sieht von unten auch sehr viele Plakate entworfen hat, also für die Abrüstung, und also versucht hat vor allem, also auf der einen Seite als Künstler, auf der anderen Seite aber als Mensch unter Menschen, einfach zu versuchen, dass es den Leuten unter den Bedingungen halt so gut wie möglich geht. Und es ist mir ganz was Lustiges eingefallen ist in dem Zusammenhang. Er war praktisch für die Verteilung von Brot zuständig. Das heißt, mein Großvater war ein kommunistischer Lord. Denn das ist die ursprüngliche Bedeutung, nämlich Leibwart, also derjenige, der die Leiber, die Brotleibe verteilt, gerecht nimmt. Das ist eigentlich was ganz Wichtiges. 1948 die Enthüllung der Gedenkstätte im Foyer des österreichischen Staatsdruckerei im dritten Bezirk. Kann man auch nicht sehen. Und am 3. Mai 1949 die Enthüllung einer weiteren Gedenkstätte, und zwar im Gelände der österreichischen Automobilfabrik Austro 4, der Brünner Straße 72. Er hat für die Familie, für die Möbelfirma Fellet Entwürfe, Bauernmalerei und Holzschnitzereien angefertigt. Er war für zahlreiche andere Betriebe tätig, unter anderem als Auslagendekorateur. Da war er anscheinend sehr, sehr begehrt. Die Bastelstube Böhm, die uns auch ein Begriff ist, sowie der Juwelier Gunsam, der nicht nur den Damen ein Begriff ist und der immer noch sein Geschäft betreibt, gleich gegenüber vom Amtshaus. Er hat aber auch für Institutionen wie die Kinderfreunde Dekorationen, Plakate gemalt. Er hat Bühnenbilder für Theaterproduktionen angefertigt und in den 50er und 60er Jahren vor allem auch das Strandgasthaus Irna in Donnerfeld mit Werbetafeln versorgt. Mit zunehmender Zeit wurde dann seine künstlerische Hauptbeschäftigung die Brandmalerei. Er gestaltete für Touristen Holzteller, Schmuckkästchen und andere Urlaubsandenken. Also da kann schon mal passieren, also Gruß aus St. Wolfgang, aber hergestellt in Kloster. Das ist etwas, was ich heute auch neu gelernt habe, dass es sowas gibt. Ja. Es kamen Ölgemälde dazu, die zu kaufen waren. Spielzeug, Trachtenpuppen und anderes Spielzeug, was natürlich für Enkelkinder sicher und für die Kinder sicher erfreulich war. Da ist es ihnen immer wieder was abgefallen. Natürlich. Ja. Was er aber auch machte, ist Handpuppen und Marionetten und Wandmalereien. Und zwar seine letzte öffentliche Aufgabe war die Gestaltung der Eingangshalle der ITT, heute Alcatel. Und zwar 1971 in Strebersdorf. Die Firma gibt es jetzt noch. Jetzt weiß ich nicht, ob es das Gemälde dort noch gibt. Das ist nicht zu finden. Wir haben es versucht. Niemand bei der Alcatel weiß, wo es bei einem Umbau verschwunden ist. Das ist nämlich, ich jetzt kurz versucht habe zu skizzieren, ist das vielfältige Leben, das vielfältige Schaffen eines Floridsdorfers. Wir haben einige davon. Wir haben auch schon einige hier kennenlernen dürfen. Es gibt ein persönliches Resümee Ihres Großvaters aus dem Jahre 1980, in seinem Sterbejahr. Auf eines bin ich stolz, sagt er. Ich habe nie in meinem Leben auf einen Menschen geschossen, nicht einmal im Krieg. Das ist ein Privileg, wenn er das nicht müssen hat, wenn er es geschafft hat, diese Jahre so zu überstehen. Er war ein sehr liebevoller Großvater, muss ich sagen. Ich kann mich erinnern, dass da ist man einmal, da hast du die Schmähbahn, Floris auf der Schwagern, ich bin in der Schwagern, bin also sehr oft hin und her gefahren und mir ist es ein Spielzeug, ein Plüschtier ist mir unter den Zug gefallen, also der dort gestanden ist, das war also noch so ein geschotterter Bahnsteig. Mein Großvater hat also sofort sich unter den Zug gelegt und hat das wieder rausgeholt. Also eine der beeindruckendsten Erinnerungen. Und sind Sie der Einzige in der Familie oder gibt es noch mehr? Oder ist die Begabung auf Sie
Nein, also es ist, wie gesagt, also mein Vater und meine Mutter haben gemeinsam mit meinem Großvater eben das Marietten-Theater wieder aufgebaut. Es ist ja so, dass er hat selber nie nachweislich gespielt jetzt in dem Sinne. Er hat produziert, er hat auch verkauft, also Marietten verkauft, eben, wir wissen es auch eben, wo er bei der Rutz Spielwarenerzeugung also auch war, da hat er eben dann auch meinen Vater als das Dreijährigen auch gewechselte Marietten. Drei Jahre in Hamburg. Es wäre nämlich eine meiner Fragen gewesen, ich habe also groß geworden in der Ostmachgasse, gewohnt dann in Holstein-Sohle, das war die Antwort. Ja. Das heißt, er ist bleibt dann und er ist immer noch treu geblieben, ja. Bis an sein Lebensende. Und vor allem dem Wasserpark, da sieht man auch eben immer wieder Gemälde vom Wasserpark, Zeichnungen. Das ist auch etwas, woran ich mich das immer natürlich sehr intensiv erinnere, nämlich die ausführlichen Spaziergänge und mit meinen Großeltern Schwäne füttern. Also er hat zum Beispiel auch einmal einem Schwanenpärchen geholfen, da hat nämlich offensichtlich das Weibchen einen angehakten Versuch. Und er hat es geschafft, also den angehakten aus dem Schnabel wieder zu entfernen. Also sehr vielen Dank. Und Großvater kennenlernen durfte. Ich möchte eine Formulierung, die Sie jetzt gesagt haben, soeben nehmen, um die Ausstellung zu eröffnen und genau unter diesem Titel zu eröffnen. Ein toller Künstler, ein toller Mensch. Wobei ich Künstler kennenlernen, die lernen durfte, die immer tolle Menschen waren und tolle Menschen, die manchmal keine Künstler sind. Das ist nicht unbedingt zwingend. Ich darf die Ausstellung eröffnen. Die Ausstellung ist bis 15. März hier im Haus bei freiem Eintritt zu besichtigen. Ich würde sagen, schmeckt das so?